Nichts, weil, warte mal, wir kommen jetzt hier rein in den Flur, okay? Dann haben wir hier einfach einen Wohnzimmerbereich und diesen Bereich hier können wir für die Küche nehmen, oder? Jetzt haben wir hier so eine Wand rein und haben ein relativ großes Wohnzimmer, oder? Irgendwie so. Irgendwie so lässt sich das dann schon, das machen wir schon. Was ich auf jeden Fall noch haben möchte, ist hier ein Fenster. Genau, hier auf jeden Fall ein Fenster. Das ist dann der Schuppen, okay. Warte mal, ich brauche noch ein bisschen. Okay, warte mal, ich muss jetzt mal schnell hier einen auf den machen. So, jetzt habe ich wieder einen Slot frei. Kann ich nämlich Glas produzieren mit gutem Gewissen. Da ist es schon. Genau. Zack, zack. Zack, zack. Hier möchte ich dann eine Fackel und da auch. Ha! Geil. Sehr, sehr geil. Hier dann auch. Dasselbe hier. Dass es schön hell ist hier drin. Dam, dam, dam. Ja. Genau. Ja, ich hab schon so ungefähr so ein Bild im Kopf, wie das aussehen soll, kann, möchten gerne haben, tun. Da geht es dann nämlich. Vielleicht kann ich den. Warte mal, vielleicht kann ich den Schuppen so miteinander verbinden, den Keller vom Schuppen irgendwie. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Gut, was will ich? Warte mal, habe ich eigentlich im Keller helle Holzslabs? Die würde ich nämlich ganz gern für die Decke hernehmen. Nein, habe ich nicht. Okay. Dann müssen wir uns welche machen. Es geht uns langsam der Platz aus. Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber naja. Ah, ich denke mal, so kann man das machen. Ich denke, das passt so. Das wollte ich dann nicht haben. So. Einmal rundrum, dass wir einfach mal einen Grundsatz da haben für die Decke. Und das war es dann auch schon. Okay, auch nicht, das ist eine normale Decke. Ups. Mann, mich juckt's, ey, das gibt's doch gar nicht. Stelle merken und wassen. Ja, genau. Das ist doch gerade mal 3 Jahre her, dass ich geduscht habe. Also bitte, daran kann es schon mal nicht liegen. Alter, widerlich. Mann. Das ist widerlich. Ah, so. Jetzt, schau. Jetzt werde ich die Decke hier schließen und dann siehst du mal, wie dunkel das hier gleich wird. Das ist so komisch. Da, einfach übelst dunkel. Ist das realistisch? Ich weiß es nicht. Aber naja. Warte mal, ich knall hier meine Fackel rein. Oder irgendwie so. Dass es hier nicht zu einer bösen Überraschung kommt oder so. Gut. Gut. Reicht dieser Platz für eine Küche eigentlich schon, gell? Weil dann mache ich nämlich. Warte mal, wie machen wir das dann? Ich möchte eigentlich. Es gefällt mir immer ganz gut so. Wenn die Räume einfach ein bisschen offener sind, dann machen wir. Warte mal, ich brauche die da, gell? Ah ja, das geht ja nicht. Ha! Scheiße. Kacke. Hey, warte mal, wie breit ist denn dieser Raum eigentlich? 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße. Wobei, es könnte eigentlich auch funktionieren. Warte mal. Es könnte halt tatsächlich funktionieren. Ja, ich sage ja, das ist halt echt gar nicht so leicht. Ich meine, es soll ja nach was ausschauen. Ja, weiß nicht. Hier will ich auf jeden Fall noch was haben. Und das geht halt nicht, gell? Ja, das dachte man nicht. Okay, macht nichts. Dann machen wir eben aus Birkenholz Dingenskirchens und so. Warte mal, das können wir dann eigentlich vielleicht. Sieht es denn jetzt oben eigentlich aus? Sieht es hier oben so aus? Wie breit ist dieser Raum? Der hat eine Mitte, gell? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt. Oh nice, oh nice. Ja, Mann, ich hab schon. Passt, 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 ja. Hast du wohl gedacht, ne, Kumpel? Heute nicht. Nee, ich will nicht über Gott und die Welt mit dir reden. Nein. Nein. Pfui. Hau ab. Okay. Sag mal. Okay. Also, das ist Ruhestörung. Ja? Es ist nach 10 Uhr. Ja? Nö, nö. Also jetzt rufe ich die Polizei. Oder, nee, Moment, warte. Warte. Du hast da was auf der Nase. Du hast eine Fliege. Hallo. Nein, das ist eine Mücke auf der Nase. Warte. Ich mach sie kaputt. Warte. Oh. Bist du müde oder so? Okay. Ich habe ja ganz vergessen, meine Fresse. Ich habe ja ganz vergessen, dass wir ja hier oben auch noch einen dunklen Boden haben wollen. Das bin ich gerade am Überlegen. Weil, könnten wir uns eigentlich hier einen Balkon hinpflastern. Oder? Hier so ein Balkon. Dann haben wir hier Sonnenaufgang, da hinten Sonnenuntergang mit einer großen Fensterfront fürs Schlafzimmer. Ja, Mann. Ha. Okay, was mache ich jetzt mit diesem Eck hier? Dieses Eck hier. Ja, ist gar nicht so leicht, wie gesagt. Aber wir finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung. Definitiv versprochen. Ganz ehrlich, das nervt mich. Das, ja, genau, ich kann jetzt nicht schlafen, weil irgendwelche Viecher. Ernsthaft? Geh weg. Boah, die Kleinen, die, Alter, da kriege ich immer Gänsehaut, hell. Boah. Bäh. Boah, ich hasse es. Bei den Kleinen, da kriege ich irgendwie immer Gänsehaut, ich weiß auch nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass sie dich gleich erwischen, weil die so schnell rennen. Bah, ekelhaft. So, jetzt aber, warte mal, wo ist denn der Mo? Oh ja, der ist ganz weit oben. Ganz schnell schlafen gehen, hey. Dass hier mal Ruhe ist. Geht ja gar nicht. So, nice. Sehr, sehr nice, so Fong-Niceigkeit. Gott, kennt ihr auch diese Fong-Sprache? Was in aller Welt war das damals? Ich meine, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen her. Was sollte das? Nein! Nein! Danke! Ja klar, sicher. Jetzt kommt's ja alle angeschissen, oder? Was ist denn jetzt los? Boah, jetzt wäre ich fast. Das wäre fast. Jetzt wäre es fast wieder so weit gewesen. Jetzt wäre ich fast runtergestürzt. Meine Fresse, hey Gott. Was mache ich hier in die Ecke? Hier in die Ecke. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach, vielleicht eine Truhe oder sowas. Ja, irgendwie so. Finde ich schon was. Da finde ich schon was. So, wie weit soll das jetzt eigentlich hier reingehen? Warte mal.
Weil ich möchte nämlich. Ja, hör mal auf hier. Ich habe gerade mit meinem Handy gesprochen. Ja, ich spreche mit Gegenständen. So, jetzt ist es raus. Nee. Was soll ich denn eigentlich machen? Ich wollte nämlich den Boden hier schon mal vorbereiten, weil hier habe ich nämlich vor, den Zauberraum draus zu machen. Da haben wir nämlich genau richtig Platz dafür. Das wird, ja, im Endeffekt, ja. Also, der Creeper, ganz ehrlich. Der nervt. Der stinkt. Der stinkt aus dem Mund, das rieche ich. Vielleicht kann ich auch einfach, warte mal, vielleicht kann ich auch einfach hier die Verbindung zu dem Dingens machen, oder? Irgendwie so, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier halt einfach so ein Schlafzimmer, was halt auch einfach so ein bisschen um die Ecke geht, ein riesen Schlafzimmer. Vielleicht können wir auch eine winzige Umkleide bauen oder was weiß ich nicht. Irgendwie sowas in der Art. Ja. So könnten wir das natürlich machen. Wir haben ja Gott sei Dank genügend Holz. Jetzt haben wir Gott sei Dank hier. Ah, ich bin so froh, dass ich so einen Wald gefunden habe, so einen Schwarzeichenwald. Weil ich finde, mit dem Holz kannst du schon echt coole Sachen machen. Kannst halt einfach so ein bisschen das Gesamtbild betonen, finde ich. Ist schon nice. So, okay, gut. Dann brauchen wir praktisch jetzt hier die Wände. Genau. Ja, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Ach, nice. Das wird schon. Genau, machen wir hier die Wände. Ups, das wollte ich auch noch einmal rundherum ziehen. Langsam aber sicher ist auch das Inventar wieder etwas leerer und aufgeräumter. Wie ist das denn am besten zu lösen? Wahrscheinlich, wenn ich, lass mich überlegen. Wahrscheinlich, wenn ich einfach so mache. Und dann hier die Tür, oder? Ich glaube schon, gell? Warte mal, hier so. Und hier eine kleine Ecke vielleicht. Ja, genau, eine kleine Ecke mit so einer Auflage, vielleicht für einen Blumentopf oder so. Ja, genau, so machen wir das. Nice. Läuft doch, oder? Würde ich schon sagen. Würde ich auf jeden Fall sagen. Und da hier der Zaubertisch reinkommt mit Bücherregal, werde ich rundherum keine Scheiben machen, sondern ich werde eventuell ein Dachfenster oder sowas machen, dass Licht von oben einfach reinkommt, dass es nicht düster und so wird da drin. Ja, ich glaube, das kann man so machen. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich keine Ahnung, aber ich nehme einfach mal so nach bestem Gefühl auf. Okay, gut. Jetzt wollten wir hier einen Balkon haben, gell? Genau. So. So, so. Und dann kommt hier die Tür rein. Oder? Ja. Genau. Gut. Eine geschlossene Ecke. Hier haben wir auch noch eine geschlossene Ecke. Hier so praktisch. Und dann ist uns das Holz ausgegangen. Na toll. Aber ihr erkennt, wie ich das hier geplant habe, oder? So, und für den Balkonboden. Warte mal, wie möchte ich denn das eigentlich haben? Ich möchte die Tür nach innen haben. Weil dann knalle ich hier schon mal, da will ich auch wieder polierten Diorit haben. Knall ich hier schon mal einen Block da drauf. Und den kann ich auch hier oder so, keine Ahnung. Basteln wir uns mal schnell. Ach ja, wir haben ja keine hier
Scheiße. Hey, warte mal. Oh, Schwarzeichenholztüren. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich glaube. Yeah. Boah, bin ich ein Fuchs, oder? Sag mir, dass ich krass bin. Sag mir, dass ich heftig bin. Danke, ich weiß, ich kann nichts. So, gut, dann gehen wir ein bisschen Holz hacken. Also, warte mal, wenn man so guckt. Langsam aber sicher nimmt das Ganze schon Gestalt an. Kann man machen. Nice. Gefällt mir. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Wie gesagt, nichts ist endgültig hier in dem Spiel. Wenn es uns nicht gefällt, dann ändern wir es einfach. Ist auch gar kein Problem. So, ich will aber jetzt nur die kleinen Eichen, weil an die komme ich wenigstens noch gescheit ran. Irgendwas auch nicht. Irgendwas macht hier Geräusche. Keine Ahnung. Ups. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt oder so, aber irgendwas hat bei mir gerade geklackert. Keine Ahnung. So. Ach, schön. Mal wieder die Musik nach 3000 Jahren. Wahnsinn, hey. Wahnsinn. Das muss ich jetzt mal loswerden. Es bedrückt mich schon etwas. Ich habe ja ein Auto. Ist jetzt zwar nicht mehr das jüngste Auto, das ist ein alter Audi A4, Baujahr 98, aber hat einen V6 drin, also ein bisschen Dampf. Macht auch Laune, so auf freier Autobahn. Und vom Werk aus, ich weiß nicht warum, aber Audi hat früher solche Hochhäuser gebaut, das ist echt Wahnsinn. Also so von der Federung her. Total, oder was heißt total, relativ weich und übelst hoch einfach, also viel Abstand im Radkasten, so vom Reifen her. Deswegen habe ich mir so gedacht, komm, legst diesen Karren mal tiefer. Damit man einfach auch mal damit ich ein bisschen bessere Fahrdynamik habe und bessere Optik hauptsächlich. Ich bin so ein bisschen Auto-Freak. Also, zumindest was mein Auto betrifft. Ich pflege das Ding auch, weil ich habe da auch ein bisschen Geld dafür bezahlt. Nee, aber ich habe den tiefer gelegt. Und oh, meine Fresse, ich kann euch sagen, sofern ihr vorhabt, euer Auto tiefer zu legen, sofern ihr eins habt und es nicht tief genug ist, wie auch immer, ihr müsst euch da echt brutal gut auskennen, was es betrifft. Was weiß ich, welche Federn dürft ihr nehmen oder welches Fahrwerk dürft ihr nehmen? Also ich habe bei mir ein Fahrwerk, ein Gewindefahrwerk verbaut und zulassungstechnisch, was die Felgen betrifft, falls ihr auch vorhabt, eure Felgen irgendwie zu ändern, weil meistens kommt immer ganz cool, wenn man jetzt serienmäßig nicht so tolle Felgen hat. Wenn man die dann wechseln will, dass man dann die richtigen Felgen in Kombination mit dem Fahrwerk und was weiß denn ich. Ach, da muss man sich echt vorher brutal gut schlau machen, weil ich habe mir zwar schon auch so gedacht, weil es ist halt auch Papierkram, den man letztendlich mitschleppen muss, wenn ein Auto verändert wird. Also zumindest ist das mein Wissensstand. Und da war ich schon ganz fleißig, habe mir so einen Ordner angelegt, weil ich mir so dachte, ja, falls ich mal aufgehalten werde von der Polizei oder so, dann kann ich denen den Ordner einfach in die Hand drücken und die schauen sich das dann durch und alles passt wunderbar. Ja, Pustekuchen. Jetzt habe ich halt nämlich das Problem, ich habe Felgen. Die sind von dem neueren Modell. Ich gehe nur mal schnell schlafen. Die sind. Oh, warte mal, ich habe doch mein Bett dabei. Die sind von dem
neueren Modell, 2008 oder so, vom Audi A4 B8. Also ist mittlerweile vielleicht schon für den einen oder anderen oldschool. Naja, aber sind einfach Felgen von dem Baujahr irgendwie so. Und die haben halt eine ganz andere Einpresstiefe als wie die Serienfelgen von meinem Auto. Und damit ich diese neueren Felgen mit der Tieferlegung fahren darf, brauche ich Spurplatten praktisch zur Spurverbreiterung, der Baudistanzscheiben. Und die haben eine Einpresstiefe von, was war das, von 45. Und ich habe aber papiertechnisch nur die Zulassung für Einpresstiefe 35. Jetzt muss ich praktisch mindestens 10 mm Spurplatten draufknallen, dass das dann wieder passt und bla bla bla. Und jetzt ist es so, die Spurplatten, die man hier so in Europa kriegt, die sind nur für bestimmte Bremsanlagen gedacht. Und bei mir war es jetzt der Fall, dass ich nicht die Bremsanlage habe, wofür die eigentlich gedacht waren. Oh, jetzt war das ein mega...